Anfang des Jahres hatte ich mir ja vorgenommen, so ein bisschen mal meine Vorräte aufzubrauchen. Und jetzt ist es dem Brokante-Papier und allen möglichen anderen Dingen, die ich hier noch so liegen hatte, von Stemperia an den Kragen gegangen. Ich bin komplett dem Long-Slim-Journal-Fieber verfallen. Das hat mir so einen Spaß gemacht, ich konnte nicht mehr aufhören. Und unterwegs hatte ich noch eine ganz irre Idee. Aber darüber reden wir später noch. Hallo, hallo, hier ist die Jutta von Funkelgram. Schön, dass du da bist. Ja, heute haben wir gleich drei Journal, aber keine Angst, es wird nicht stundenlang dauern, weil die ja nicht so dick sind. Die haben ja in Anführungszeichen nur zwei Signaturen. Ihr werdet trotzdem staunen, wie sehr man sich auf zwei Signaturen denn so austoben und vertüddeln kann. Wir werden uns die jetzt nach und nach angucken und ich werde dir genau zeigen, was das Besondere an jedem einzelnen Journal ist. Denn natürlich sind sie sich irgendwie ähnlich und trotzdem sind sie ganz verschieden. Und während ich diese Long Slim Journals gebastelt habe, hatte ich, wie ich mir einbilde, eine Knalleridee, die ich euch am Mittwoch vorstellen werde. Ich glaube, dass ich da ein Grundproblem, nicht nur für Anfänger, sondern für alle, die mal eben schnell und so weiter, ne, ein Journal machen müssen, lösen kann. Ich bin gespannt. Ihr werdet es am Mittwoch sehen, mehr darf ich nicht verraten, sonst kriege ich Schimpfe. Jetzt bleibt die Qual der Wahl. Mit welchem fangen wir denn mal an? Ich glaube mit dem. Das ist so ein bisschen, so ein ganz, ganz kleines bisschen mein Lieblingsjournal, weil ich das anders gemacht habe als normalerweise. Das ist aus diesem Snaply, aus diesem Papier, was sich anfühlt wie Leder, aber gar keins ist. Das habe ich mit diesen Spritzes von Tim Holz eingesprüht und es ist irre, wie schön sich das auf diesem Leder macht. Es ist in echt nicht ganz so fleckig, wie du das hier siehst. Die Kamera, die macht ja immer, wenn es um Metallic geht, ein bisschen zicken. Es ist also sehr viel gleichmäßiger und es sieht in echt noch viel edler aus als das, was du hier siehst. Dieses Snaply, dieses Papier habe ich mit einem Prägefolder bearbeitet. Das sieht auch immer cool aus, wenn man sich das so anschaut. Die Seiten sind diesmal eingenäht. Die kann man nicht rausnehmen, weil die Cover ja soft sind und dann klappt das mit den Gummibändern nicht. Darum habe ich hier eine schöne Spitze drüber geklebt. Und hier vorne haben wir eine Klammer dran und an dieser Klammer hängt etwas ganz Besonderes. Das ist eine Kette, eine Bücherkette, denn dieses Journal heißt ja auch Books, weil vorne eben diese Bücher drauf sind. Jetzt kann ich das erstmal hier alles abtuddeln, was natürlich, wenn die Kamera läuft, nicht klappt, sonst ist das mit einem Griff erledigt. Diesen Anhänger, den habe ich selber gemacht. Das sind meine Journal-Anhänger, meine Junk-Journal-Anhänger-Ketten. Und die kriegen immer so ganz besondere Leute. Also Menschen, die mir sehr geholfen haben oder wenn mir jemand einen ganz besonders lieben Brief oder so geschickt hat. Es gibt nicht viele Menschen, die einen solchen Anhänger haben. Ich habe aber jetzt mal mich hingesetzt und habe mal noch mal ein paar gemacht. Die sind auch alle individuell verschieden. Die sehen sich ähnlich, aber es ist keiner gleich. Das ist es bei Handarbeit ja nie. Und wenn du ein Junk-Journaler bist und du magst gerne der Welt mal zeigen, was dein Hobby so ist, dann hast du hier eine schöne Kette, mit der du dir das umhängen kannst. Das ist sehr schlicht, das Ganze. Also es passt dann auch irgendwie so zu allem. Es ist kein Anhänger, den man jetzt nur für besondere Anlässe oder so trägt, sondern das ist wirklich für den Alltag gedacht. Und wenn du gar keinen Schmuck trägst, dann kannst du den Anhänger natürlich auch abmachen und kannst ihn irgendwo in deinem Journal verwenden. Ich friemel das nachher wieder zusammen. Hier vorne drauf haben wir das Papier, das habe ich bearbeitet natürlich mit Stempelfarbe und wie könnte es anders sein mit Goldliner, damit das alles noch ein bisschen edler aussieht hier. So richtig schön auf Antike getrimmt. Und dieses Journal hat einen Steckverschluss. Den kann man da rausziehen. Und hier vorne, das ist tatsächlich eine Pocket. Aber diese Pocket ist nur dafür gedacht, um den Verschluss hier reinzustecken. Da kann man nicht jetzt noch irgendwas anderes großartig dahinter verstecken. Außer, dass man sie halt aufklappen kann. Ne? Und wir dann hier natürlich nochmal ein kleines extra Heftchen vorne haben. Mit einem Tag, den ich beklebt habe. Ein bisschen mit Spitze, ein bisschen mit Craft Your Happiness. Ja, also es ist im Prinzip nichts anderes als bastel dich glücklich, nur ein bisschen anders ausgedrückt und ein paar extra Seiten für Notizen. Die sind jetzt mit Gummiband hier drin, weil ich dachte, vielleicht mag man sich hier ein paar Dinge aufschreiben, irgendwas, was du irgendwo gesehen hast, was du später in dem Journal verarbeiten willst. Und wenn die Seiten dann vollgekritzelt sind, kannst du sie rausnehmen und kannst was anderes reinmachen. Und dann ist auch nochmal Platz für vielleicht irgendwelche netten Deko-Sachen, die du gesammelt hast, Eintrittskarten, Visitenkarten, weiß der liebe Himmel, was in dein Journal hier rein soll. Und da habe ich dann auch nochmal so ein Heftchen gemacht. Das Papier, da erinnert ihr euch vielleicht dran, da haben wir, als ich mit den Spritz, als ich die euch vorgestellt habe, habe ich ja Papier selber gestaltet. Und das ist das Papier aus dem Video, was hier mit drin ist.
So ein bisschen. Und das sind auch nur ein paar Seiten, aber ja, vielleicht hast du irgendeinen besonders tollen Tag erlebt und möchtest dazu was aufschreiben, dann wäre das schon mal prima. Oder eine To-Do-Liste für was Besonderes oder so. Hier ist dann auch nochmal ordentlich von diesen Spritz drauf. Ach, ich liebe es. Ich mag das, weil das so schimmert und es eben nicht durchgehend metallic ist, sondern immer je nachdem, so wie das Licht drauf fällt, das nur so glitzert. Was so permanent vor sich hin glitzert, ist gar nicht so unbedingt mein Ding. Make a wish, da könnte man vielleicht seine Wünsche, eine Wunschliste reintun. Genieße den Augenblick, das kann man rausnehmen hier. Ne? So, kleiner Umschlag. Ne? Los, geht zu. Das ist doch keine Zeitverschwendung. Das ist, glaube ich, was man anderen Menschen, die mit Junk Journalen und mit unserem Hobby irgendwie nicht so vertraut sind, ab und an mal sagen muss. Weil das ist ein Satz, den ich in meinem Leben immer dann, wenn ich so kreativ und künstlerisch tätig war, viel zu oft gehört habe. Mach doch mal was Sinnvolles. Mhm. Ich finde das sehr sinnvoll, denn wenn ich an meinem Basteltisch sitze und ich mache etwas, was mich freut, dann ist das absolut sinnvoll. Und das brauche ich einem anderen Junk Journaler nicht zu erklären. Viel Spitze reingearbeitet, ein bisschen Reispapier. Und das ist eben das Thema bei den Long Slim Journalen. Da geht es ja darum, so viele verschiedene Papiere wie möglich zu kombinieren, Platz zu haben zum Schreiben. In meiner Welt ist ein Long Slim Journal immer ein Journal, was wirklich zum Schreiben verwendet wird. Für Gedichte, für Rezepte, für To-Do-Listen, für Affirmationen, für was auch immer. Ja. Meine Long Slim Journals, meine persönlichen, und ich habe mehrere, die sind alle mit Gedichten gefüllt. Ich habe verschiedene Menschen, denen ich so auf Instagram folge, und immer wenn von denen was Neues kommt, dann schreibe ich das in mein Journal rein, weil die Bücher von denen meistens nur in Amerika verfügbar sind, das sind in der Regel englische Seiten, und das Shipping nach Deutschland, das ist so teuer, dass sich das nicht lohnt, also dass ich das mir einfach nicht, das ist einfach zu viel, da kostet das Porto kostet mehr als das Buch. Und ja, deswegen schreibe ich sie dann einfach auf. Ich höre ihnen zu und dann schreibe ich das mit oder ich schreibe das ab. Manchmal ist es ja auch in den Captions dann irgendwie vermerkt. Und es übt dann gleich noch ein bisschen Englisch. Und natürlich habe ich auch deutsche Gedichte, die ich da reinschreibe, das ist klar. Aber das ist bei mir tatsächlich getrennt. Ich habe verschiedene Bücher für verschiedene Leute. Ja, ist ein bisschen verrückt, ich weiß. Aber ich liebe Junk Journal und ich habe so viele und die muss ich auch alle für irgendwas verwenden. Hier seht ihr also die ganzen unterschiedlichen Papiere, eine alte Buchseite und dann Wertschätzung. Wertschätzung ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, dass wir unsere Arbeit wertschätzen. Und selbst wenn irgendjemand etwas macht oder kreiert, was vielleicht nicht meinem Geschmack entspricht, weil ich, keine Ahnung, nicht auf Gothic stehe oder so, deswegen kann ich ja trotzdem wertschätzen, was diese Person da an Zeit und Kreativität rein investiert hat. Und ich kann die Handwerklichkeit wertschätzen, auch wenn etwas vielleicht nicht nach meinem Geschmack ist. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt bei dem, was wir hier machen. Ja, das finde ich auch schon. Ist der nicht herrlich? Ich möchte gerne wissen, was die beiden über den hier reden. Ich mir die so angucke. Die sind ja so am Tuscheln. Ja, mit dem Bordürenstanzer natürlich hier so ein bisschen die Seiten noch bearbeitet. Jede Menge Spitze hingeklebt. Und ihr seht schon, das ist so ein Sammelsorium von allem Möglichen. Das ist Stamperia Washi. Ach so, ja, und das ist übrigens Briefpapier. Das gibt es beim Rossmann. Dieses marmorierte Briefpapier, falls das irgendjemand gerne wissen wollte. Mit der Schablone dann gearbeitet, so collagenmäßig. Alles Mögliche draufgeklebt. Zauberhaft. Der Eiffelturm Paris. Was soll man da anderes hinschreiben als zauberhaft? Und natürlich nochmal eine Tasche extra, damit auch der neue Besitzer da so ein paar Kleinigkeiten drin unterbringen kann. Dann hier ein bisschen Reste verwertet. So hübsch kann das aussehen, ne? Wenn man dann einfach nur so einen Streifen über hat. Karte für extra Notizen mit Schulheft, dann Gänseblümchen aus meinem Garten. Stay wild at heart. Ja, Gänseblümchen und sei wild im Herzen. Muss ich jetzt gerade so ein bisschen lachen, weil ich zu den Gänseblümchen immer sage, dass das die tapfersten kleinen Blümchen sind. Das sind so die letzten, ne, wenn der Herbst jetzt kommt, die dann immer noch trotzdem die Nase, sobald ein Sonnenstrahl da ist, irgendwie so aus dem Gras stecken und dann noch die letzten Sonnenstrahlen mitnehmen. Und auch im Frühling sind das ja somit die ersten, die wieder blühen, und darum mag ich Gänseblümchen so gerne. Und selbst mitten im Winter, wenn eine Zeit lang irgendwie es sehr kalt gewesen ist und kein Schnee und dann auf einmal die Sonne scheint und es ist auch nur ein bisschen wärmer, plupp, ist schon wieder ein Gänseblümchen auf der Wiese. Und das finde ich total toll. Und natürlich ein Bienchen damit dran gehängt. Darum sind Gänseblümchen, das sind so ganz besondere Freunde von mir.
Und Roland pflückt mir auch immer Gänseblümchen, muss ich sagen, wenn er im Garten unterwegs ist und so weiter und er schneidet und mäht und da sind Gänseblümchen, dann bringt er mir immer ein paar rein. Ich habe so ganz kleine Mini-Wäschen, wo die dann reinkommen, stehen eigentlich immer welche an meinem Schreibtisch. Finde ich sehr, sehr nett. Ja, hier habe ich dann so ein bisschen kreuz und quer das einfach festgesteckt. Das hat jetzt auch keine Funktion, außer dass es hübsch ist und dass es Spaß macht, rumzuspielen. Da unten ein Blümchen noch dran geklebt. Hier was zum Hochklappen. Kann man so Passwort oder geheime Telefonnummer dahinter verstecken. Ja, und dann ist die andere Seite von diesem Vellum mit diesen Ladies hier drauf, von dem ich jetzt keine Ahnung habe, wo das her ist, aber es ist hübsch. Alte Buchseite, ja, Bücherliste, ne? Das wäre doch mal was, mal die Bücher alle aufzuschreiben, die man noch lesen will oder die man schon gelesen hat oder die man unbedingt noch mal lesen muss. Ich habe eine Menge Bücher, die ich nicht nur einmal lese, sondern mehrfach, weil ich die beim ersten Mal so durchhaue, damit ich weiß, wie es ausgeht. Ich bin ja neugierig. Ich bin durchaus auch jemand, ich weiß, jetzt schreien ganz viele so, ah, wie kannst du? Ich bin so eine, die beim Krimi gerne auch mal das letzte Kapitel liest, weil ich dann viel entspannter den Rest lesen kann, wenn ich weiß, wer der Mörder ist. Andere sagen, dann ist die ganze Spannung weg. Bei mir ist das tatsächlich nicht der Fall. Wie machst du das? Gehörst du zu der Kategorie, wie kannst du nur? Oder bist du auch jemand, der gerne das Ende liest, damit er sich in Ruhe und entspannt auf den Rest einlassen kann? Das finde ich immer eine interessante Sache. Ja, hier, das habe ich mit dem, das ist auch von Stemperia, so ein, was auch immer, das ist so ein Die-Cut. Da habe ich habe so viele Sachen, die hier so rumliegen, die ich aus allen Schubladen gezogen habe. Und das hat so einen Spaß gemacht, kein festes Thema zu haben und hier alles reinballern zu können, was gerade so da ist. Das ist auch eins von diesen selbstgemachten Hintergrundpapieren. Und du siehst, man kann da ganz wunderbar noch drauf schreiben, wenn man das möchte. Oder irgendwas draufkleben. So, dann meine geliebte Tortenspitze mit einem schönen Ephemera-Sticker von Stemperia. Und oh, das sind alles so schöne Sachen. Das gefällt mir so gut. Und ich liebe dieses, ja, gut sortierte Durcheinander. Das ist eigentlich das, was so ein Longslim hier ausmacht. Eine Karte, die ich mal gemacht habe mit den Maiglöckchen, ist da noch mit drin. Muss ja auch ein bisschen was rein in die Pockets, ist ja klar. Dann nochmal so eine irre Tasche. Ein bisschen genäht. Das war übrigens Anna, meine Kreativassistentin, hat dieses Teil verbrochen. Das war ich gar nicht. Da habe ich nämlich auch noch so einiges, was sie mir so auf Vorrat gemacht hat, damit ich meine Journals schneller dekoriert bekomme. Die habe ich auf die Tortenspitze dann mit Stempelfarbe und Tee gefärbte Blümchen drauf gemacht. Und ich finde, die fügen sich da so perfekt ein. Man muss zweimal hingucken, um festzustellen, dass die da gar nicht hingehören, dass ich die selber drauf geklebt habe. Ein Freudentanz sollte man öfter mal machen. Einfach nur mal so. Huch. Ja, ach, da ist das abgeblieben. Ich habe eine so eine Backmatte, die habe ich in Streifen geschnitten. Und wenn ich dann was klebe, dann lege ich das oft dahinter, damit ich weitermachen kann. Weil ich habe ja keine Geduld. Ich kann ja nicht warten, bis das trocken ist. Aber wenn hier jetzt der Kleber drauf ist und ich mache das zusammen, dann pappt das hier fest. Also habe ich mir lauter so Streifen aus so einer Backmatte geschnitten und die lege ich mir dann dazwischen und dann kann ich direkt weitermachen und die nächste Seite bearbeiten. Und die habe ich hier drin vergessen. Kommt aber raus. Gehört nicht ins Sortiment. So ein Restchen von Reispapier übergehabt, draufgeklebt. Und das ist halt auch, weil das farblich wieder alles so schön harmonisch ist, passt das ganz wunderbar zusammen. Und das kann ich dir nur empfehlen. Gerade wenn du noch Anfänger bist und du hast noch ein bisschen Schwierigkeiten, so ein ganzes Junk-Journal zu machen, mach dir mal so ein Longslim-Journal, wo du mal so alles an Papier zusammenklüppelst, was du so finden kannst. Das ist, das macht sehr viel Spaß und das ist so schön einfach, weil da gibt es ja kein richtig und kein falsch. Und man kann so ein bisschen üben, Sachen harmonisch zusammen so zu kombinieren. Da habe ich dann mal ein bisschen von diesem Acetat mit reingemacht. Finde ich auch ganz nett. Könnte man auch nochmal ein Bild oder ein Foto oder sowas dahinter kleben. Außerdem stabilisiert das Journal. Druckerpapier. Sieh die Welt mit Kinderaugen. Ja, das wäre natürlich gut, wenn wir das wirklich nochmal so richtig hinbekäme. Und dieses Staunen, weil ja alles irgendwie zum ersten Mal ist, was für uns schon ein alter Hut ist. Dann hier so ein bisschen Collage, damit das ein bisschen bunter und interessanter wird, das Ganze. Das ist noch meine Pocket. Und hier hatte ich dann doch nicht so viel Geduld, wie ich dachte, oder? Ah nee, das ist die Pocket. Ich falle gerade auf mich selber rein. Reiß bloß nicht deine Tasche kaputt. So. Und das ist eine Büroklammer. Einfach anfangen, steht da drauf. Einfach anfangen, nicht so viel überlegen. Einfach anfangen. Und gut wäre es dann, wenn die auch noch wieder abginge. Ja, da war ich nicht so geduldig beim Kleben, da hat die sich so ein bisschen festgepappt. Einfach anfangen steht hier hinten und auf der anderen Seite steht nicht ablenken lassen. Immer schön weitermachen. So, und hier kann man aufklappen, damit man hier dann auch schön noch was hinschreiben kann. Mal gucken, ob ich die jetzt da wieder dran gefriemelt kriege. Oder ob, weil die Kamera läuft, heute alles nicht funktioniert.
Doch, ganz einfach. Einfach mal drauf gesteckt. So. Kleine Collage mit ein bisschen Spitze. Das ist natürlich ein Schulheft, wie man sieht. Ja, da habe ich keine Seiten dazwischen gelegt, aber so doll klebt es nicht. Ist also okay. Und nochmal Vellum mit ein paar schönen Stickern drauf, um das ein bisschen aufzulockern. Und ich finde, dieses Journal, wenn ich das jetzt hier so durchblättere, das schreit ja danach, dass man da Gedichte oder irgendwelche Liedertexte oder sowas reinschreibt. Irgendwas Schönes, an das man sich gerne erinnert. Und das ist tatsächlich ein Lesezeichen. Die gab es mal beim Teddy. Die fand ich so witzig und da habe ich gedacht, das muss jetzt mal da dran. Das ist Magnet. So, das könnte man auch super selber machen. Aber da liegen noch so ein paar in so einem Kästchen auf meinem Schreibtisch rum. Da habe ich gedacht, okay, mach doch einfach mal eins da dran. Vielleicht muss hier noch ein Foto reingefügt werden oder was, was man damit festklemmen könnte. Was ist das? Keine Ahnung. Das wollte ich wohl hinkleben und habe es doch nicht getan. Oder ich habe das hier festgeklemmt und habe das vergessen, dass das so ist. Ja, so wird es gewesen sein. Machen wir das doch einfach da rein. Aber siehst du, es hält gut, wenn man es nicht böswillig abmacht auf der anderen Seite, dass es rumfällt. So. Und siehst du, ne, wenn ich so viele Journals gemacht habe, dann habe ich das schon wieder vergessen, was ich da eigentlich getan habe. Nochmal diese Computerseite, auch zum Ausklappen. Schön viel Platz zum Schreiben. Und die andere Seite von dem Acetat. Das gibt es ja auch bei uns im Online-Shop. Und ich finde das eigentlich ganz witzig. Vor allen Dingen gibt es dem Journal nochmal so ein bisschen Stabilität. Das ist ja doch sehr fest, das einfach mal in der Mitte zu knicken und wie eine ganz normale Seite mit einzubinden. Natürlich kann man das ausschneiden und kann da alles Mögliche draus basteln. Aber so finde ich das auch mal ganz schön. Das ist mal eine andere Variante, das so ganz normal als Seite damit reinzubinden, um das ein bisschen zu stabilisieren und zu trennen. Hier zum Aufklappen. Ein bisschen Platz. Und die Tortenspitze. Eingefärbt mit, weiß der liebe Himmel was, irgendwelchen Pigmenten und sowas, das weiß ich schon auch nicht mehr, weil ich da mal einen riesen Stapel von auf einen Rutsch gefärbt habe und da sind die lustigsten Muster bei rausgekommen. Und ich weiß noch, dass ich weiß nicht mehr, was ich verwendet habe, ich weiß aber, dass ich niemals gelb verwende, weil das ist überhaupt nicht meine Farbe. Und ich habe irgendwas da drauf gemacht, was sich dann irgendwie gelb verfärbt hat, aus welchem Grund auch immer. Auch mal spannend. Und mal eine Seite auf den Kopf eingenäht, kann auch mal passieren, ne? Hängepflanzen haben wir ja, aber da sowas ja dann doch meistens als Collage irgendwie als Hintergrund verwendet wird, habe ich gedacht, dafür nehme ich jetzt nicht das Journal auseinander. Das, wir tun jetzt wieder so, als wäre es Absicht. Ein gewollter Fehler. Eine Tasche mit einer hübschen Karte. Und natürlich hinten am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es auch noch nicht zu Ende. Und nochmal eine Tasche zum Aufbewahren für Dinge, die man in diesem Journal verarbeiten möchte. Ja, das war also das erste. Das ist das Books. So heißt es. Und das mit der Kette zusammen und so weiter, das friemel ich nachher wieder zusammen, damit das schön bei den nächsten ankommt. Dann haben wir Teddy. Teddy, da habe ich auch so einen Anfall gehabt, habe ich diesen Anhänger gemacht. Und ich hatte diesen Teddy, der war aber nackig. Die hatte nichts an, die Dame. Und das hat mir nicht gefallen. Ich wollte irgendwie, dass die, keine Ahnung, dass die anders aussieht. Und dann habe ich die kleinen Spitzenrestchen auf die Lady drauf genäht. Und jetzt haben wir hier so eine richtige schick kleine Teddy-Dame mit ihrem süßen Kleidchen. Und die Ärmchen sind tatsächlich beweglich, obwohl der so winzig ist. Ist das nicht herrlich? Ich finde es total süß. Hallo. Ich bin nicht älter als 3 im wirklichen Leben, ne? Nur auf dem Papier. Weil wenn ich sowas dann in der Hand habe, dann fange ich sofort an zu spielen. Und der ist auch mit der Schnur dann nur so dran gebunden. Ich habe den mit einer kleinen Sicherheitsnadel hier befestigt, für den Fall, dass der Teddy da weg soll und für irgendwas anderes verwendet werden soll und nicht an dem Journal hängen, habe ich den da so extra so dran gemacht, ne? Dass man den gut abmachen und auch noch anderwertig verwenden kann. Am Verschluss unten hängt nochmal ein Teddy, eine Teddyperle. Ich zoome mal, damit du die siehst. Nein, so siehst du die nicht, aber so siehst du die. Total niedlich. Die hat auch so ein richtig süßes, kleines Teddy-Gesicht, obwohl die so winzig ist. Und hier vorne ein Herzchen drauf. Also es sind so Details, die würden einem eigentlich entgehen, wenn man da nicht ganz genau hinschaut. Aber die sind wirklich süß, diese Perlchen. Ich weiß gar nicht, ob wir die noch haben im Shop. Die gab es mal bei uns, aber ich meine, die wären inzwischen auch nicht mehr da. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich sie nicht mehr nachbestellen kann. Denn da hatte ich schon mal geguckt, als wir die Teddy-Postkarten-Sets rausgebracht haben und da gab es die schon nicht mehr. Ja, und dann haben wir hier noch ein Herzchen, weil Teddys, die liebt man ja, ne? Und da muss man dann natürlich auch noch ein Herz mit dranhängen. Hier vorne eine schöne Collage mit ganz viel Spitze.
Die Schmetterlinge gibt es inzwischen auch bei uns im Shop, nur mal so zur Information, diese Spitze auch. Ich habe mich mal bemüht, Spitze zu benutzen, die wir dann auch haben, weil ich werde dann immer gefragt, so, und du hast so schöne und wo kriege ich die her? Und wir haben einen ganzen Schwung neue Sachen und eine ganze Menge neue Spitzen und deswegen habe ich jetzt mal versucht, ein bisschen auch das zu nehmen, was man dann auch bei uns bekommen kann, euch nicht immer nur eine lange Nase zu machen. Den Knopf habe ich da kurzerhand drauf genäht, das Gummiband drum gemacht als Verschluss, selbstverständlich mit Konturliner da drauf rumgehext, das ist ja klar. Diese, glaube ich, gibt es nicht bei uns im Shop. Das ist so aus meiner Sammlung. Dann haben wir hier vorne. Ach so, das ist ein schönes, großes Blatt. Da könnte man eine Rede drauf verfassen oder irgendwas, was dir gerade so einfällt. Zum Aufklappen. Das ist auch nochmal eine Extratasche und schöne Erinnerungen. Genau, dafür ist so ein Journal ja da. Das ist das Postkartenset von der Geheimen Waldapotheke, wo diese Karte dabei ist. Und das ist wieder Stamperia. Unsere heißgeliebte Tortenspitze. Antik. Ist das eine Tasche oder ist das keine Tasche? Das ist keine Tasche. Das ist selbstgemachtes Hintergrundpapier. Das hatte ich ja in dem Video gezeigt. Und das ist sehr, sehr bunt geworden. Aber ich finde, in dieses Journal passt es fantastisch rein. Schreiben ist schön. Ganz genau. Dafür machen wir das alles, ja, damit wir schöne Sachen aufschreiben können. Und da ist auch reichlich Platz, damit genau das funktioniert in diesem Journal. Nochmal eine von diesen süßen kleinen Spielkarten. Oben und unten Spitze. Und diese, das ist eigentlich Gummiband, was man auch als Verschluss verwenden kann für ein Journal. Und das habe ich hier einfach so dran geklebt. Also das kann man verwenden, für was man möchte. Und das ist auch eine Tasche. Die könnte man noch füllen mit irgendetwas, was in diesem Journal hier verwendet werden soll. Nochmal ein gemütlicher Platz, da würde ich dann sitzen mit meinem Kaffee oder mit meinem Tee und würde schöne Dinge in mein Journal schreiben. Also eigentlich sitze ich genau so. Mein Raum sieht ein bisschen anders aus, aber ich habe auch so einen Tisch, wo dann immer schöne Blumen draufstehen am Fenster, weil ich muss immer zwischendrin nach draußen gucken und schauen, was die Vögel da treiben. Bisschen Edith Holden, selbstgestaltetes Hintergrundpapier, nochmal Tortenspitze mit dem süßen Schmetterling da dran. Aus unserem Basic-Papier-Set ein paar Reste. Und da ist ein Ephemera-Sticker von Stamperia mit drauf. Ein Stempel, den ich von Weiß der liebe Himmel woher habe, wo drauf steht, Between the pages of a book is a lovely place to be. Zwischen den Seiten eines Buches ist ein wunderbarer Platz, um sich aufzuhalten. Ja, würde ich auch mal so sagen. Ich denke immer, Menschen, die gerne Bücher haben und Menschen, die gerne lesen, denen ist niemals langweilig. Das ist ja das Schöne an dem Buch, du brauchst keinen Strom, du brauchst gar nichts. Das kannst du in deine Tasche stopfen, das kannst du überall mit hinnehmen. Und egal, was dann kommt, man hat Zeit, ein bisschen zu lesen. Das ist doch prima. Hier komplett ausgeklappt, eine von unseren Planner-Journal-Seiten. Special Moments. In diese Tasche reingesteckt. So. Ist eigentlich was, Roland und ich, wenn wir so auf Tournee gehen, das machen wir manchmal so an Wochenenden, dann machen wir so einen Ausflug ins Blaue. Dann packen wir uns einfach eine Tasche und schmeißen eine Decke ins Auto und dann fahren wir einfach los im Sommer. Und wir haben gar kein Ziel, wir fahren einfach und dann halten wir irgendwo an und dann machen wir es uns gemütlich, machen ein Picknick, jeder hat ein Buch dabei und dann kann man so den Tag so wegbummeln, ohne Handy, ohne Telefon, nicht erreichbar sein. Das ist eine schöne Sache. Und ich finde, da gehört für mich ein Buch immer dazu. Buch heißt für mich Gemütlichkeit. Ja, ist so. Gemütlichkeit und Erholung. Die Zeiten, wo ich Bücher lesen muss, die sind ja zum Glück lange vorbei. In der Schule habe ich mich immer geärgert, dass wir immer so einen blöden Kram lesen mussten und darüber schreiben. Ich habe immer gedacht, es gibt so tolle Bücher und wir lesen hier so einen Mist. Aber ich glaube, das ist Teenager-Revolution geschuldet, dieser Gedanke. Wahrscheinlich waren die Bücher gar nicht so schlecht. So, hier habe ich dann so einen kleinen Anhänger dran von Teddy. Da gibt es die oft. Das ist so Blech, ne? Da ist hinten immer so ein komisches kleines Klebekisschen, damit man so 3D-Dinge gestalten kann. Ist wahrscheinlich für Kartenbastler super. Ich mache die einfach ab und benutze die für mein Junk Journal. Bisschen Schmetterling, der gehört hier auch auf die Blumenwiese. Auch das ist Basic-Papier von uns. Immer wieder was zum Aufklappen. Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Jo. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Und sofort haben wir alle das Dschungelbuch im Kopf. Eine Postkarte zum Beschriften noch hinten. Und natürlich, weil das Thema ist, tauchen hier immer wieder mal die Teddys auf. Der ist ja in dem Brokante-Papier von Stamperia reichlich vertreten. Finde ich aber auch schön, weil so ein Teddy tut einfach irgendwie gut. Eine kleine Cluster-Collage. Das ist einfach nur Leinen mit dieser Glitzerblume drauf. Und nochmal
ein schöner Stift, weil das ist ja so ein bisschen so das Thema von diesem Buch. Hier auch mit der Schablone und mit ganz viel Distress-Farbe rumgewutzt. Und ich finde, dass das auch sehr hübsch geworden ist und sehr harmonisch mit den anderen Seiten hier im Buch. Auch das ist Briefpapier, was es beim Rossmann gibt. Das habe ich in grün und dann habe ich das in diesem Pink. Das haben die nicht immer, aber das haben die ganz oft. Und immer, wenn es mich dann mal in die Drogerie verschlägt, dann schaue ich immer, ob es noch wieder neues Papier gibt. Und dann habe ich auch noch die perfekte Spitze dafür. Farblich 1A ineinander gefügt. Dann bin ich glücklich. Wenn sowas funktioniert hier, dann sitze ich immer davor und denke so, ja, so muss das. Brighten your day. Helle deinen Tag auf. Ja, tu das unbedingt. Tu alles, was dich glücklich macht und was dir gut tut. Niemals aufgeben, ganz wichtig, ne? Auch wenn es nicht klappt, nicht frustrieren lassen. Weiß, dass wir aus den Fehlern, die wir machen, manchmal die besten Dinge sich ergeben und auch die interessantesten, gerade beim Basteln. Hier hängt wieder was zusammen. Things that come to life through memories. Dinge erwecken oder erwachen zum Leben durch Erinnerungen. Ja, das stimmt. Gerade so ein alter Teddy, wenn der irgendwo so abgeranzt im Regal sitzt, ist der für jemand anderen einfach nur ein alter Teddy. Aber die Person, die ihn ein halbes Leben lang durch die Gegend geschleppt hat, die kann dir ganz viele Geschichten erzählen, wo dieser Teddy überall gewesen ist. Das finde ich immer wieder schön. Ich liebe solche alten Sachen. Darum mag ich eigentlich solche super durchgestylten neuen Wohnungen nicht so gerne. Ich mag eigentlich gerne Menschen besuchen, die solche Häuser haben oder Wohnungen haben, mit so einem wilden Sammelsurium. Und wo du so siehst, dass ganz viele Dinge, die da so stehen und hängen und einfach ihren Weg gefunden haben in diese Behausung, dass die eine Geschichte haben. Ich mag auch Möbel mit Geschichte. Das muss für mich nicht immer alles perfekt zusammenpassen, sondern da finde ich die Geschichte viel interessanter. Und das kann man ja auch sehr schön miteinander kombinieren. Und das mag ich dann, weil das so, ja, das ist so, das hat alles gelebt, das sieht man. Und das macht unheimlich Atmosphäre. Und das finde ich eigentlich viel schöner, als wenn alles so perfekt clean cut ist. Das ist nicht so ganz meine Welt. Konturliner, um das ein bisschen interessanter zu machen. Wie könnte es anders sein? Und nochmal ein Schmetterling, das ist jetzt ein anderer, den gibt es nicht bei uns im Sortiment, der war halt bei einer großen Spitzenkiste drin. Alte Buchseite. Da habe ich dann nur eine Collage geklebt. Wunschliste, muss man auch haben, ganz wichtig. Vor allen Dingen sollte man auch dafür sorgen, dass Wünsche dann wahr werden. Nochmal wunderschöne Tortenspitze mit einem Ephemera-Sticker von Stamperia. Und hier habe ich dann, klebt auch ganz toll aneinander, ein Loch hineingestanzt mit einem von unseren Stanzern. Und dann hatte ich diesen schönen Patch, den musste ich da drauf kleben, weil ich diese Spitzenfenster so gerne mag. Jetzt im Video sieht man das gar nicht, aber das ist doch einigermaßen durchsichtig. Man sieht also durchaus, dass da noch was dahinter ist. Und das finde ich eigentlich ganz lustig. So, ein bisschen Edith Holden. Und weil da die Margeriten drauf sind, habe ich sie hier auch gleich nochmal drauf geklebt. Und ein Schmetterling, und darum kommen gleich noch mehr Schmetterlinge. Und eine abgerupfte Seite, auf die dann nochmal eine wunderschöne Spitze kam. Die ist jetzt fast alle, da bin ich schon ganz traurig. Die habe ich auch nicht mehr nachkaufen können, weil die so hübsch ist. Schade drum. Schulheft. Kannst du auch so zuklappen, aber es macht dann immer mehr Spaß, finde ich, wenn man sowas aufflippt und dann nochmal in die andere Richtung und so weiter. Das ist so nutzlose Spielerei, die gute Laune macht. Noch einer von diesen Filigree-Blechanhängern vom Teddy und eine wunderschöne Edith Holden-Seite, zu der auch wieder diese Blümchen hier ganz fantastisch passen. Weiterträumen. Leute, das war ein Befehl, ja? Weiterträumen. Bitte. Bitte hört nicht auf zu träumen. Nochmal ein bisschen Platz zum Schreiben und zum Gestalten. Und ein bisschen fröhliche Blümchenspitze. Und da siehst du, ne, da hast du so richtig Platz. Und ich finde halt, weil das ja zum Teil auch nicht so viel Platz ist. Ne? Hier sind noch Schnipsel drin. Aber das eignet sich halt sehr schön, um einen schönen Spruch da reinzuschreiben. Oder ein ganz kurzes Gedicht oder nur einen Vers. Und man kann es ja auch so nehmen. Das mache ich in meinem Journal ganz viel. Dass ich, gerade wenn ich längere Sachen habe, die ich aufschreiben möchte, dass ich das einfach querlege, um zu schreiben. Das funktioniert ganz gut. Und es ist ja dein Journal, das ist ja nicht für die Nachwelt hinterlassen, sondern das ist ja für dich ganz persönlich und für das, was dir gefällt und dir gut tut. Und da kannst du ja drin schreiben, was und wie du willst. Wer will, der kann. Ja, genau, ne? Wenn man will, dann kann man das auch. Also es ist ganz selten, dass man etwas ganz Dolle will und es dann trotzdem nicht kann. Gibt es auch schon mal, aber meistens ist es so, wer will, findet auch einen Weg. Und wer nicht will, findet immer eine gute Entschuldigung. Ganz viele wunderbare Bücher. Ach ja, und hier habe ich mit einem, die andere Seite von dem Briefumschlag, die da noch drin war,
habe ich hier mit dem Magnet festgemacht. Da ist der Magnet runter, da ist der Magnet und dann kann man das hier so festpinnen. 1A-Resteverwertung. Und dann noch eine selbst gestempelte und gestaltete Karte. Collect Moments, not Things. Ja, sammle Momente und nicht Dinge. Und das ist wohl wahr. Ganz am Ende sind es, glaube ich, die Erinnerungen, die es ausmachen, die dir keiner nehmen kann. Dinge kann man immer irgendwie verlieren oder abgeben müssen oder sowas. Entsorgt werden oder entsorgen und die Erinnerung halt eben nicht. Und am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Ach ja, und die hatte ich dann auch noch über. Das ist von dem anderen Journal, von den Mädchenträumen hatte ich die. Brauchte ich ja ein paar alte Damen, ein paar alte Gesichter. Schöne junge Menschen sind Unfälle der Natur, aber schöne alte Menschen sind Kunstwerke. Und wenn wir jetzt hier schon bei Brokante sind und bei all den antiken Dingen, dann muss ja da auch irgendwo mal ein schönes altes Gesicht mit rein. Ja, das war also jetzt das Teddy Journal. Und dann haben wir gleich noch das letzte. Nämlich das Brokante. Das ist quasi der Antikladen, wenn du so willst. Hier sind vorne zwei Charms dran. Einmal dieses süße kleine Medaillon. Da kannst du selber dann noch ein Bildchen reinfügen von deinem Lieblingsmenschen oder deinem Hund oder deiner Katze oder was auch immer. Und dann habe ich hier diese kleine Uhr dran gehängt, weil das ist ja so ein bisschen Brokante. Das ist ja so Antikladen, alter Kram. Und ich fand eine Uhr so als Zeichen der vergangenen Zeit eine schöne Symbolik. Die Rückseite, auch da habe ich ein bisschen mit dem Konturliner gearbeitet, um das so ein bisschen interessanter zu machen vom Look. Wieder mit dem Knopf zugenäht, das Ganze mit einem Blümchen drunter. Ja, und das ist halt der denkbar einfachste Verschluss. Es ist wirklich ganz normal aufgenäht auf diese Pappe. Gummi drum, schöner, enger Knoten und dann einmal drumherum gezogen. Das ist ja nun wirklich das Einfachste vom Einfachen vom Verschluss her, aber praktisch. Und vor allen Dingen, wenn man dann viel Kram hier drin hat, wird es zusammengehalten und es fällt nichts raus. Eine hübsche Spitze. Hier vorne ist eine schöne große Einstecktasche, damit man die Dinge aufbewahren kann, die man hier drin gerne verwenden möchte. Hier vorne habe ich Handmade by Jutta Whitley. Die flog hier auch noch rum, diese Karte. Die habe ich mal für die Elfenjournal gemacht, aber ich dachte, die stecke ich jetzt einfach hier rein. Once a year, go someplace you've never been before. Dalai Lama. Einmal im Jahr geht zu einem Ort, an dem du noch nie zuvor gewesen bist. Ja, das sollte man wohl machen. Man sollte mal die ausgetretenen Pfade verlassen. Noch eine hübsche Scanteria-Karte. To remember, um sich zu erinnern, ja. Und ein Briefumschlag, der schön geprägt ist mit so einem Embossing-Folder. Und da drinnen steckt ein Stück Papier aus unserer Basic Collection. Und dann habe ich da einen Ex-Libris-Aufkleber drauf gemacht, damit der neue Besitzer sich da eintragen kann. Und dann habe ich da zusätzlich noch eine hübsche Karte von Stamperia, die ich noch ein bisschen bearbeitet habe, dass sie ein bisschen älter aussieht, mit reingesteckt, weil ich gerne wollte, dass das von der Seite, wenn man hier diesen Ausschnitt sieht, damit es da hübsch ist. Und das geht ja, dieses Papier so, aber der Burner ist es nicht und deswegen musste da noch zusätzlich diese Karte mit rein. So, so ist schön, ne? Schöne Glitzerspitze auf die Tortenspitze geklebt. Basic-Papier aus unserem Sortiment. Geht das immer weiter? Jetzt weiß ich wieder nicht, ist das eine Pocket oder zusammengeklebt? Nö, es ist einfach nur zusammengeklebt. Natürlich. Na komm. So. Wunderschönes Reispapier. Richtig viel Platz zum Schreiben. Hier habe ich dann mal mit den Rub-Ons von Stamperia gearbeitet. Wir freunden uns gerade so ganz langsam an, wir Rub-Ons und ich. Kommen immer mehr so auf Ideen, wie man die so einsetzen kann. Hier ist dann ein netter kleiner Cluster, eine kleine Collage mit ein bisschen Spitzen dahinter. Ein schönes Papier, was dazu passt. Nochmal Tortenspitze und das berühmte Briefpapier, was wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Natürlich eine Edith Holden Seite und ich musste da mal ein paar Herzchen hinkleben, weil die genau die gleiche Farbe hatten. Deswegen habe ich gedacht, müssen die jetzt mal so dahin. Was einen halt immer so umtreibt, ne? Warum man bestimmte Dinge so tut, das ist schon lustig. Das ist nochmal Computerpapier. Glückliche Momente sollte man schön aufschreiben, damit man sie nicht vergisst. Eine alte Buchseite und eine nette kleine Collage. We all have an artist within us. Wir haben alle einen Künstler in uns. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, dass das gar nicht unbedingt was ist, was man irgendwie vererbt haben muss oder so. Ich glaube, dass alle Kinder künstlerische Talente haben und dass nur viele
ja, das gar nicht entwickeln dürfen, weil da so viele Ansprüche sind und das gar nicht perfekt ist, was die gemacht haben und die dann eben lernen, dass sie das gar nicht gut können. Da ist das, glaube ich, völliger Quatsch, wenn man die einfach lassen würde. Würde sich da wahrscheinlich vieles entfalten, ja, von dem man als Erwachsener gar nicht weiß, dass man das so in sich hatte. Ach so, ich sollte vielleicht mal was zu den Papieren sagen. Ja, da oben habe ich dann so ein Tag dran, Schulheftseite, Basics bisschen bestempelt, damit es interessanter wird. Das ist nochmal wie so ein Heft im Heft. Das ist also auch wieder so richtig schön für alle, die gerne viel schreiben. Anything you can imagine, you can make it real. Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch real werden lassen. Ja, das ist im Prinzip das Disney-Prinzip, ne? If you can dream it, you can do it. Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch machen. Eine schöne Karte für besondere Notizen. Alte Buchseite. Noch mehr Computerpapier. Unser Basic-Papierset. Und dann hier so eine schöne, kitschige Collage. Die hat Anna verbrochen. Weil sie mir ja einen ganzen Schwung von solchen Clustern gebastelt hat. Und das ist also einer davon. Das hat sie so schön gemacht. Da habe ich mich so gefreut, wie sie mir die dann wieder mitgebracht hat. Die hat von mir das Material bekommen und habe dann gesagt, mach mal irgendwas, damit ich meine Journal dekorieren kann. Und da waren so süße Sachen dabei. Das macht sie echt toll. Es ist eine Kreativassistentin, ist unbezahlbar, die zu haben. Es ist wirklich super. Und das Schöne ist, sie hat Spaß und ich habe Spaß. Ne? Win-win für beide Seiten. So, dann hier kann man rausnehmen als Karte, als Büchlein. Tanze, als sehe dir niemand zu. Ja, ne? Wenn uns keiner zuguckt, was können wir dann tanzen? Und sobald Publikum da ist, dann kann man das auf einmal gar nicht mehr. Mit dem Singen ist es ganz genauso. Wenn mich keiner hört, kann ich so toll singen. Ich sag's dir. Und wenn jemand nebendran steht, fallen dir wahrscheinlich die Ohren ab. Memories, das ist auch so eine typische Collage von Anna. Ne? Das hat sie so schön gemacht, so romantisch. Die gefallen mir total gut und passen halt in dieses Journal mit dem vielen Schnickschnack, passen die so richtig gut rein. Ein Fächer, der ist auch von Stemperia. Der ist noch von der Fächertänzerin übergeblieben, aber der passte hier auch farblich so perfekt rein. Hab ich gedacht, klebt drauf, das passt schon. Hüterin der Freiheit. In edelmütiges Patina-Grün. Ja, schönen Gruß vom Obi. Habe ich wieder ein paar von den Karten mitgehen lassen. Und da habe ich dann Reste mit reingetan, weil ich noch ein bisschen was über hatte von diesem schönen, seht ihr das, wie das schimmert? Das ist dieses Perlmuttpapier, das ist so toll. Und da hatte ich so ein paar Streifen über, da habe ich gedacht, komm, die machst du jetzt mal eben zu so kleinen Tags und dann kann der neue Besitzer sich damit noch amüsieren und kann die bemalen, beschriften, bekleben, weiß der liebe Himmel was mitmachen. Und das ist auch so eine Doppeltasche, denn hier hinten ist tatsächlich der Briefumschlag, ne, der Rest. Und dann habe ich auch von dem ganz vorne, was da am Anfang ist, hier von dieser Seite, die Sachen habe ich einfach alle übereinander geklebt. Und dann dachte ich, komm, mach da eine Pocket raus, beziehungsweise ein Bellyband, weil noch ein extra Platz, wo man irgendwas reinstecken kann, ist ja nie verkehrt. Außer, dass ich natürlich genau gerade jetzt da gar nichts reinstecken kann, weil das Papier nicht mitmacht, warum auch immer. Was ist hier los? Warum geht das jetzt nicht? Och Mann, ey, ich hasse es. Das ist ein Phänomen, da hätte ich gerne mal Wissenschaftler, die sich damit befassen. Wieso Dinge, wenn die Kamera läuft, nicht funktionieren, die immer klappen, wenn keiner zuguckt. Ist wie mit dem Singen. Ganz fantastisch singen, wenn dich keiner hört. Egal, jetzt ist es ja drin. Geschenkpapier und noch ein paar Text von Stemperia da reingesteckt. Hoffnung kann man immer brauchen, ne? Und eine ganz wunderschöne Plauener Spitze, mit der ich extrem geizig bin. Die habe ich geschenkt bekommen und das ist so ein, für mich so ein Heiligtum. Und da bin ich sehr geizig. Die seht ihr nicht oft in Journal, aber in dieses hier wollte ich irgendwie noch ein Highlight mit reinbringen. Und darum habe ich ein kleines Stück hier mit reingetan. Ganz tolle, wertvolle Spitze. Ha, schlägt mein Herz gleich höher, wenn ich sowas sehe. Also das ist das Journal der zusammengeklebten Seiten, glaube ich. Da hatte ich dann zum Schluss am allerwenigsten Geduld, als ich das gemacht habe. Und hier ist auch farblich wieder alles so schön aufeinander abgestimmt. Dann ein Tag, den man dann so ein bisschen hochklappen kann. So, damit die... Tun wir, als hätten wir es nicht bemerkt, dass da noch die ganzen Schnipsel hier von der vom Bordürenstanzer drin sind. So, der kann dann weg und da drüber, damit das dann auch richtig sitzt, das Ganze. Eine kleine Bonbon-Papiertüte. Auch da ist eine Karte drin. Und eine wunderschöne alte Buchseite mit einer hübschen Spitze dran. Und um das ein bisschen lebendig zu gestalten, nochmal ein Sticker. Bücher dürfen ja nicht fehlen. In einem Buch dürfen keine Bücher fehlen. Und noch eine kleine Collage von
von Anna. Was steht da? Objects with stories to tell became art. Ach ja, Objekte, die eine Geschichte erzählen, werden zu Kunst. Auf jeden Fall. Nochmal ein bisschen Reispapier. Platz für viele schöne Notizen. Und wieder ganz viele Bücher. Ja, das ist das Papier in groß, wo ich gerade eben die Text von hatte. Was diesen irren Schimmer hat. Finde ich total toll. Weil ich finde das so schön, wenn ich einfach was schreibe und ich habe so einen schönen Untergrund. Und dann sieht das hinterher total klasse aus und super edel. Dabei ist so einfach nur Schrift. Nichts, was da sonst drauf muss, weil der Untergrund so schön ist. Noch ein Stück von der wunderschönen Hochzeitsspitze. Die habe ich so gemacht, dass man sie rausdrehen kann, damit man die Seite dann auch benutzen kann. So, deswegen hängt die dann nur mit einem kleinen Brett. Und noch eine Collage, die farblich so schön hierzu passt. Ich sag ja, das ist das Journal der zusammengeklebten Seiten. Das kann ja wohl alles nicht wahr sein hier. So, jetzt geht's aber ab. Schön mit dem Hellblau und das Vellum da drauf. Und ready for adventure, bereit für Abenteuer. Aber ja, auf jeden Fall. Nehmen wir noch schnell die Schnipsel raus. Ordentlich viel Platz zum Schreiben und zum Gestalten. Und noch ein bisschen Spitze. Eine hübsche kleine Collage. Ich denke, das ist so ein Journal, da ist nicht so ganz so viel Tüdelüt drin. Das ist vielleicht für die, die es nicht mit ganz so viel Deko so haben, sondern wirklich richtig gerne und viel schreiben wollen. Nochmal die Blümchen da drauf geklebt. Auf die Tortenspitze, was mir besonders gut gefällt, muss ich sagen. So eine Idee. Und auf die alte Buchseite, das ist ein Washi-Tape, was ich da drauf getan habe. Das ist tatsächlich eins, da wurde ich schon ein paar Mal gefragt, wo ich das her hatte. Da waren Freunde von mir, die waren in Japan. Und in Japan scheint es solche Papierläden zu geben, wo es jede Menge Washi-Tape gibt. Und da haben die mir mehrere Rollen von mitgebracht. Und da waren diese ganzen Washis, die diese zackigen Ränder haben. Ich bin mir sicher, dass man die im Internet findet. Ich habe gar nicht geguckt, weil ich habe ja, weißt du, es ist ja so, ich brauche ja nichts. Aber da habe ich mich total gefreut. Da haben die mir mehrere Rollen gebracht. Ich habe auch welche mit so Schmetterlingen und so. Und das ist so, ja, das ist so hübsch. Das wertet so eine Seite so sehr auf, ne? Einmal so ein Streifen da drauf geklebt und dann macht das schon gleich unglaublich was her. Am meisten habe ich mich aber gefreut, dass die an mich gedacht haben. Sind sie einmal in Japan im Urlaub und dann haben die nichts Besseres zu tun, als da rumzulaufen und für mich solches schönes Washi-Tape einzusammeln. Das fand ich schon den Hammer. Habe ich die vergessen aufzuschneiden? Allen Ernstes, habe ich. Nee, gar nicht. Da. Ich sage ja, ich falle auf mich selber rein. Ich habe so viele Journals gemacht in der letzten Zeit, die sind jetzt schon eine Weile her, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Also eine Tasche zum Aufbewahren für Hübschitäten, um sie in diesem Journal zu verwurschten. Nochmal dieses wunderschöne Seidenpapier oder Reispapier, das ist ja gar kein Seidenpapier. Und ich fasse das so gerne an. Ich finde immer, das fühlt sich so schön an. Papierstreicheln ist, glaube ich, sowieso, das ist auch nochmal ein Hobby in sich, ne? Übers Junk Journal hinaus, das ist so das Zweithobby. Papierstreicheln und Liebhaben. Schön viel Platz für schöne Geschichten zum Aufschreiben. Auch hier ist nochmal eine Einstecktasche für irgendwelche Erinnerungsstücke und ein Stück wunderschöner Spitze von dieser Hochzeitsspitze, die ich noch habe, die ich so gerne mag. Und auch hier ist eine große Tasche. Und die Besonderheit an dem Journal ist, dass das tatsächlich Pappe ist. Und dann hatte ich so ein Vlies, so ein merkwürdiges. Da war mal irgendwas drin verpackt, ich weiß aber nicht mehr was. Und dann habe ich dieses Vlies aufgehoben. Und das habe ich hier reingeklebt, um das zu verstärken. Aber man kann den Untergrund unten drunter noch sehen. Und ich wünschte so sehr, du könntest das mal anfassen. Es hat so eine ganz interessante Haptik. Irgendwie fühlt es sich an wie Stoff. Obwohl es Papier ist. Total irre. Ja. Also eine große Einstecktasche und natürlich am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es auch noch nicht zu Ende. Das war jetzt das Teddy Journal. Jetzt hast du die Qual der Wahl. Die kommen dann jetzt alle in den Online-Shop. Und ja, welches gefällt dir am besten? Hast du Präferenzen? Findest du sie alle schön? Findest du sie alle doof? Kannst du mir ja mal erzählen. Hast du schon mal Longslim Journal gemacht? Magst du Longslim Journals? Finde ich nämlich eigentlich eine super Alternative zu diesen dicken, fetten Junk Journal mit den vielen Signaturen, die auch sehr viel Spaß machen, die ein Thema haben. Aber ich finde es halt auch schön, gar kein Thema zu haben, sondern einfach mal so schöne alte Papiere zu kombinieren, um solche Notizhefte zu machen, die wirklich, wirklich zum Schreiben geeignet sind und was Schönes zum Gucken natürlich auch noch in sich haben. Ich bin gespannt. Also wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir sehr gerne ein Like. Wenn du mich unterstützen möchtest, abonniere meinen Kanal. Wir haben letztens, oh ja, das muss ich euch mal zeigen, Moment mal.
Also, pass auf, ich habe von YouTube eine Nachricht bekommen. Unser Kanal hat die 2 Millionen Aufrufe erreicht. 2 Millionen Mal wurden unsere Videos geguckt, was der absolute Hammer ist. Und vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr gerne schaut, was ich hier mache. Ich habe aber 8.583 Abonnenten. Und 2 Millionen Mal geschaut? Ich glaube, da geht noch was. Also wenn du gerne guckst und du mich unterstützen möchtest und noch viele, viele schöne Videos geben soll, dann sei so nett, abonnier doch meinen Kanal. Es hilft mir wirklich, wirklich weiter. Und für dich ist es ja eine Kleinigkeit. Einmal Klick und fertig. Und für mich bedeutet es ganz, ganz viel. Und ein dickes, fettes Dankeschön an alle, die das schon gemacht haben, die mir so ja treu folgen. Ja, es ist wirklich... Es freut mich so, so sehr und auch die ganzen lieben Kommentare, die ich immer von euch bekomme, das ist einfach so ein richtiges Highlight und das ist auch ein Ansporn, immer weiterzumachen. Also hier nochmal ein dickes Dankeschön an dich und jetzt hoffe ich, dass du Zeit hast, an deinen Basteltisch zu gehen und dich glücklich zu basteln. Bis zum nächsten Mal. Ciao.